Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in City Skylines 2. Ich habe gesehen, es kam mal wieder ein kleiner Hotfix, ein kleiner Patch. Da haben sie wohl noch mal einige Probleme, sonst wollten sie angehen. Einmal die Unzufriedenheit im Industriegebiet, um das Budget, glaube ich, zu verändern. Und unter anderem war auch das mit dem Gewerbegebiet wieder dabei, mit diesen nicht genug Kundenfirne-Funds. Wir spielen jetzt einfach mal weiter. Ich habe mir mal überlegt, mal die Geschwindigkeit für diese Play-Session ein wenig hochzustellen, damit wir auch mal ein bisschen den Fortschritt unserer Stadt uns angucken können. Kurz wieder reinkommen, was wir gemacht haben. Ich habe gemacht unsere Ölbohrer, ein bisschen Landwirtschaft. Die Stromleitung ist, die nicht angeschlossen ist. Und hier eine neue Mülldeponie, das wird quasi Müll Island. Mal gucken, wo wir das später hin verschieben. Wir haben unser Hospital, das ist nicht wirklich benutzt, aber es deckt alles ab, das ist sehr gut. Und wir haben unseren, was ist denn hier? Du bist einfach verlassen, unglücklich, weil schlechte Bildungseinrichtungen. Der beschwert sich über schlechte Bildungseinrichtungen. Mit welchem Recht beschwert er sich über... der hat das größte Recht überhaupt, sich über schlechte Bildungseinrichtungen zu beschweren, weil die haben nämlich keine Bildung. Da würde ich mich dann wahrscheinlich auch beschweren. Kann ich verstehen. Soll sich nicht so anstellen. Mal gucken. Manchmal verstehe ich so ganz diese Grenzabdeckung noch nicht. Also ab wann es... zum Beispiel... obwohl doch, hier verstehe ich es auch, dass die da nicht unbedingt hin wollen. Was wir in diesem... in dieser Session machen werden, was ich mir vorgenommen habe, wo ich mal reinschnuppern wollte, wo ich auch überhaupt keine Ahnung von habe, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ich denke gerade ab, dass ich keinen Platz für meine Schule finde. Sind öffentliche Verkehrsmittel. Ich habe mich wirklich noch nie mit öffentlichen Verkehrsmitteln beschäftigt. Ich habe keinen Plan. Das könnte das reinste Desaster werden. Es wird das reinste Desaster werden. Aber es ist mir egal. Vielleicht wird es ja lustig. Und wenn nicht, dann wird es auf jeden Fall für die Stadt ein Albtraum. So, was haben wir? Wie sehen eigentlich die Parks? Ah, die sind schon wieder voll. Die Frage ist natürlich auch, mit welchen öffentlichen Verkehrsmitteln fängt man an? Was ist so der beste Einstieg für öffentliche Verkehrsmittel? Sind es Busse? Oder sagen wir direkt, komm, scheiß auf Busse. Wir gehen auf Straßenbahn. Oder wir sagen direkt, scheiß auf die Straßenbahn. Die fährt ja eh nur auf der Straße. Wir wollen was haben, was man nicht sieht. Wir gehen auf U-Bahn. So, ja, wenn man jetzt sagt, die U-Bahn haben wir ja auch freigeschalten. Wir fahren U-Bahn. Dann ist ja die Frage, nehme ich an, dass man, wenn man eine U-Bahn baut, eventuell die Ballungsgebiete miteinander verbinden will. Mach das mal nicht, bitte. Wo der Verkehrsfluss eingeschränkt ist durch zu überlastete Straßen. Und dass man dann da U-Bahn-Haltestellen hinsetzt, ja. Also zum Beispiel könnten wir hier eine U-Bahn-Haltestelle machen für unser geiles Gewerbegebiet. Ich weiß nicht, inwiefern die Leute bereit sind zu laufen, ja. Also wenn ich jetzt hier aussteigen würde und ich müsste da hinlaufen, dann würde ich den Vogel zeigen, dann erwarte ich einen Bus. Ja, oder man fährt halt mit dem Auto. Aber ansonsten wäre doch hier eine U-Bahn-Haltestelle für dieses Ballungsgebiet hier, wo halt viel rot ist. Vielleicht hier unten könnte man überlegen, hier in diesem Wohngebiet... mal gucken. Wo es einen dann noch hin verschlägt. Und dann ist natürlich auch die Frage, will man wahrscheinlich... will man mit einer U-Bahn auch das Industriegebiet verbinden? Ja, nein, vielleicht. Bitte nicht alle drei Sachen ankreuzen. Ich werde es mal tun, wenn irgendjemand weiß, ob man das verbindet oder nicht. Oder ob es überhaupt keinen Sinn macht, die U-Bahn mit dem Industriegebiet zu verbinden. Dann sagt mir das mal einfach. Ich habe keine Ahnung, ob das hier funktioniert. Öffentliche Verkehrsmittel war für mich wirklich immer so eine Sache. Da dachte ich mir, ja, ist ganz cool. Hatte aber immer das Gefühl, dass das nicht so wirklich benutzt wird und habe es deshalb nie gemacht. Dass das nicht schlau war, mag sein. Weiß ich nicht. Diese Straße, bevor wir die U-Bahn allerdings machen, die werden wir machen, muss diese Straße weg. Dafür muss ich einmal pausieren, weil das Sozialamt, also ich muss quasi alle Gebäude, die mal hier an dieser Straße, rechts von dieser Straße stehen, das mache ich erstmal schnell, die müssen einmal irgendwo nach Timbuktu gesetzt werden. Die ist ja auch voll, wenn ich die jetzt, ich hoffe, wenn ich die jetzt umsetze, ist die nicht wieder leer.
die Polizeiwache. Ich hoffe, wenn ich die jetzt umsetze, sind die Polizisten nachher trotzdem noch in der Lage, Polizei zu spielen. Und was ist das? Verwaltung. Ja, Verwaltung stört mich jetzt gerade nicht. So. Dann wollte ich diese Straße... Welchen Gebäuden raube ich denn durch die Entfernung diesen Straßen, dieser Straßen ihre Existenz? Okay, da habe ich zwei Gebäude, die keine Existenzberechtigung mehr haben dadurch. 3, 4, 5. Ja, das war zu Quatsch. Entschuldigung, ihr kriegt gleich neue Gebäude. Aber die kommen alle mal kurz an die Seite, weil, ja, wenn ich da jetzt gleich U-Bahn drunter lege und auch U-Bahn-Haltestellen mache, irgendwann ist das dann auch zu viel, das zu versetzen. Deshalb habe ich mir gedacht, mache ich das jetzt einmal. Was bist denn du? Du bist eine Feuerwehr. Ich hoffe, ihr seid danach auch noch in der Lage, Feuerste zu löschen. Aber seid ihr bestimmt, weil ihr seid ja eine fähige Feuerwehr. Ihr seid schließlich die Feuchtwangen der Freiwilligen Feuerwehr. Das ist die FFF. Ich weiß, wie ich gleich das Gebäude nenne. Und ein kleiner Spielplatz. So. Dann gehen wir einmal kurz auf unser Wir machen alles glatt Gebiet. Wir wollen... ich will die Höhe von... Ich will die Höhe von hier haben. Will ich die Höhe... nee, ich will die Höhe nicht von da haben. Ich will die Höhe von hier haben. Jetzt ist alles für den Arsch. Entschuldigung. So. Oh, das ist aber auch ein Käse, dass das hier teilweise so unterschiedlich ist. So, dann gehen wir hier auf diese Höhe. Zack, 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 zack. Radieren das mal kurz weg. Da machen wir einen Tunnel, dann können die da von mir aus durchfahren, wie so lustig sind. Dup, 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 dup. Ja, das bleibt jetzt so. Dann haben wir halt gleich die Feuerwehr am Hang, meinetwegen. Die Freiwilligen, Feuchtwangener Freiwilligen Feuerwehr am Hang. FFFAH. Das könnte auch eine Partei werden. Bin ich sicher. So, eigentlich möchte ich die Straße natürlich gerne gerade haben. Das geht jetzt aber nicht, weil ne, dann müsste ich halt zu sehr durchpreschen. Das mag ich dann ja auch nicht. Ich war vor wie so ein Friseur, der hier irgendwie versucht, die Haare hinzukriegen, der aber genau weiß, dass er gerade mächtig Mist gebaut hat. Ich frage mich, wie Friseure dann sowas zum Vorschein bringen, wenn die wissen, dass die gerade bei den Kunden richtig, also wirklich richtig, richtig Mist bauen und irgendwie versuchen müssen, das wieder gerade zu kriegen. Hatte ich Gott sei Dank noch nie. Meine Friseuse, also mein Friseur, ist wirklich sehr, sehr gut. Und weiß genau, was sie tut. Der vertraue ich meine Haarpracht blind an und wurde noch nie enttäuscht. Mag aber auch daran liegen, dass auf meinem Kopf keine Haarpracht vorhanden ist, sondern einfach nur Gestrüpp. Nennen wir es Gestrüpp. So, hier habe ich dann die Abfahrt, Einfahrt. Hier möchte ich das quasi... So, sieht das besser aus als vorher? Ja, ja, ja. Das ist jetzt nicht mehr so schief. Und dann gehen wir so. 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 Das ist auch schon wieder Käse. Ja. So. Oh, ich hab's heute an den Augen. Verzeiht mir übrigens auch, falls ich manchmal mal kurz nicht rede, dann brauche ich quasi ein kurzes Verschnaufspäuschen. Im Moment haben wir hier bei uns so eine kleine Corona-Grippewelle. Dementsprechend bin ich ein bisschen angeschlagen, aber teilweise nicht so angeschlagen wie die anderen. Bei mir hält es sich in Grenzen. Also auch Viren haben ihren Stolz, ne? Die lassen mich dann auch in Frieden.
Bei mir gibt es da einfach für die nichts zu holen. Nicht viel. Ah. Wird nicht der schönste Kreis. Einfach weil es nicht anders gepasst hat. Weiß selbst nicht so ganz warum. Hallo? Aber es ist einigermaßen kreisig, würde ich sagen. So, Straßenbau. Ich will auch überlegen, ob wir hier nicht auch auf 2 bleiben. Auf 2 Upgraden. Hier auf 2 geht. Würde das hier passen? Ja. Nein. Dann kommen die hier auch auf 2 raus. Eine Straße war jetzt vielleicht nicht das smarteste, was ich dafür nehmen konnte, oder? Entschuldigt bitte. So und so. Und dann gehen wir einmal kurz in den freien Bauen-Modus so rum. Und eigentlich will ich... Ich lege wirklich bei sowas keinerlei Wert auf Symmetrie, ja, also... So viel sollte man schon gemerkt haben, dass ich es durchaus natürlich finde, wenn etwas nicht unbedingt symmetrisch ist, weil ich glaube nicht, dass sämtliche Straßenplaner bei uns alles symmetrisch machen. Und deshalb finde ich das gar nicht schlimm, wenn sowas mal nicht zu 100% symmetrisch ist. Doch, die wollen doch auch in die Richtung, oder? Jo. Dann dürft ihr auch in diese Richtung fahren, wenn ihr das möchtet. Ungültige Form, sagt er mir. Macht er nicht, ich will ja sowieso auch da lang. Würde das gehen oder wäre das Chaos pur? Warte mal. Kurz die Straße angucken. Die da. Ampeln über Ampeln, aber die wissen, wo sie hinwollen. Ja, das ist doch schon mal die Hauptsache. So, dann wollen wir... Sie sollen einfach rumfahren. Sie sollen gar nicht in die andere Richtung fahren. Eigentlich wäre es doch völlig in Ordnung, wenn die nicht die Möglichkeit haben, hier abzubiegen. Aber das ist halt eine 8-spurige und ich glaube, ich habe keine 8-spurige Einbahnstraße. Ich habe nur eine 7-spurige Einbahnstraße. Dann müssen die halt auf 7 Spuren im Kreis fahren. Andersrum, bitte. Andersrum. Ich will nicht, dass die so fahren, die sollen andersrum fahren, verdammt mich nochmal. Warum fahren die denn hier nur so doof? Ja, so rum will ich, dass ihr fahrt. Nee, mach mal nicht. Warum? Ich will, dass du... Ja. Schön. Okay, jetzt habe ich mir hier ein bisschen das zerschossen, glaube ich, dadurch. Ist ja nicht schlimm, wir sind ja wirklich geübte Kreisverkehrbauer. Verzeiht mir einmal kurz. Bin doch auf, ne, ich bin stehen geblieben. Und zwar, achso, weil hier die Straße natürlich auch. So. Wir wollen in die Richtung. Ich glaube, 112 hatte ich. 70 Grad. Dup. Würden diese Straßen, die an. Von den Anstand haben, bitte einmal wegzugehen. So, 180 und... Oh. Da war es doch. Da, nein, halt, stopp, ja, danke. Ja, 111 ist auch okay.
Das sieht einigermaßen kreiselig aus. Da kann ich durchaus mit leben. Jetzt wollen wir hier wieder unsere zweispurige. Ich glaube, dreispurig würde dann irgendwann zu breit werden, oder? Zwei Spuren. Vielleicht zwei Spuren müssten aber auch reichen. Sind wir mal ehrlich. Welchem Recht wollen die mehr als zwei Spuren? Hier könnte ich denen sogar sagen. Ah, könnte too much sein. Das aber auch. Die können sich da. Die sind ja. Also, ganz ehrlich, ich halte die Einwohner von Feuchtwang, halte ich für relativ fähig, auf eine Autobahn aufzufahren. Deshalb mache ich mir da eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, keinen Kopf. Ja, also, Feuchtwang ist eine sehr kluge Stadt. Sehr, sehr, sehr gebildeten Leuten. Nur der Städtearchitekt ist halt nicht die hellste Kerze. Aber ansonsten ist Feuchtwang wirklich sehr fähig, auf Autobahn aufzufahren. Das haben die. Extra, also in Feuchtwang müsst ihr euch das vorstellen, das ist so. Feuchtwang hat irgendeine Fahrschule, die müssen extra. Wie viele Stunden für Autobahnauffahrten müssen sie absolvieren? Was sagt man da so? Also, die Hälfte der Praxis geht für die tatsächlich dafür drauf, um auf eine Autobahn drauf zu fahren. Weil das System in Feuchtwang halt auch wirklich einmalig ist. Das gibt es so nicht. Wie man hier auch sieht. Ja, also, das ist wirklich einmalig. Es ist vor allem einmalig hässlich. Eigentlich bin ich ja kreativ. Ja. Könnte ich auch Leute hinziehen lassen. Ich meine, wer würde nicht gerne an der Ausfahrt? So, wie wäre es denn? Wenn man sagt, ich will aus einem unmöglichen Winkel abfahren. Oh Mama Mia, hilf mir. Oh Gott. Ich will nichts hören, wirklich. Ich will nichts hören. Das ist was komplett Einmaliges. Weil müssen wir auch wieder hoch. Ihr müsst erstmal hier unten bleiben. Und dann dürft ihr wieder hoch. Ist das zu steil? Vielleicht da 20 Meter, das heißt, ich muss erst 10 Meter und dann. Oh, Jemini. Überlappende Objekte, aber das würde doch dann bestimmt bis nach hier hinten. Nee, das ist zu steil hier. Aber das ist ja überhaupt kein Problem. Wir können ja einfach sagen, wir gehen hier weiter weg. Jetzt muss ich nur 20 Meter wieder in die Tiefe. Dann gehen wir auf 10. Und dann kommen wir hoch. Und dann schimpft er, weil da zweispurig ungültig ist. Warum? Warum? Was spricht hier gegen das zu verbinden? Spiel? Spiel? Warum machst du das nicht? Das ist da eine ungültige Form dran. Ich finde diese Form, wenn ich ganz ehrlich bin, ziemlich gültig. Ja, das Spiel auch. So. Das ist jetzt hier die Abfahrt mit dem Tunnel. Und dann können wir sagen, wir wollen hier auch abfahren. Wer hier abfahren will, der muss halt durch den Tunnel. Ich könnte die auch, damit das vielleicht ein bisschen parallel ist, auch durch den Tunnel auffahren lassen. Dann haben wir hier nicht das Durcheinander, dann haben wir das Durcheinander erst hinten. Nein, nein, die können das jetzt mal ruhig so machen. Abenteuerlich sieht es auf jeden Fall aus, würde ich sagen. So. Dann haben wir einmal unser Quicksave.
diese Straße da dran anzuschließen, war irgendwie gefühlt ziemlich am Much, weil dadurch hier oben alles problematisch wurde. Jetzt bin ich ja überlegen zu sagen, okay, wir schließen diese Straße nicht da an. Wir gehen aber mit dieser Straße durch einen Tunnel da dran. Machen quasi noch eine Parallelstraße. Da müssen die nicht alle oben rum. Das wäre eine Option. Ja, wir können auch später hier noch ein paar Straßen ziehen und das dann noch miteinander verbinden. Aber jetzt gerade, was ist das denn hier? Kleiner Spielplatz. Der müsste dann halt mal kurz weichen. Damit ich hier den Tunnel... Da habe ich keine Straße. Schade, hier hätte ich eine. Ich könnte natürlich auch sagen... Wie viele Spuren hat die denn? 1, 2, 8, ne? Ich glaube, ich brauche fast nur noch 8, ne? Mit Trennwand, keine Einbahnstraße, nehme ich an. Hi ho, hi ho. Wir sind vergnügt und froh. Wir gehen nämlich in den Tunnelbau. Aber dafür müsste ich jetzt hier... Oh, das ist auch doof. Können wir denn hochgehen rein? In der Theorie, ja? Also es geht wirklich nur um die Theorie. Könnten wir... Gehen? Ist auch nicht lang genug. Das wäre dann wieder zu steil. Was wäre in der Theorie, also alles wirklich Theorie, wenn wir hier noch einen kleinen Kreisverkehr selbst hinbauen, an dem wir dann auch Straßen bauen können. Wäre das eine Option, die dieser Stadt, diesem Feuchtwangen helfen könnte, zu großem Erfolg zu kommen? Der darf wirklich nicht groß sein. Der darf ruhig viele Spuren haben, aber der darf wenig. Das darf wirklich kein großer sein. Vielleicht 40 Meter? Und 8 und 3, ja, warum nicht? Und dann hier nochmal 40. Ja, toll. Manchmal finde ich das dann doof, dass der dann plötzlich doch einfach beschließt, die Straße dahin zu bauen. Da frage ich mich immer, okay, was habe ich jetzt falsch gemacht? Dass der mir diese Straße dann da so einfach hingebaut hat, anstatt mich noch eine Kurve machen zu lassen. Das geht mir also wirklich nur um die Kurve. 90, ja, ja, passt. Da schon wieder. Warum lässt er mich denn die Kurve nicht machen? So. So. Der Kreisverkehr ist jetzt natürlich nicht schön geworden. Aber wäre das eine Lösung, die nicht zu einem ultimativen Verkehrschaos führt? Logischerweise hätte ich auch gerne wieder, jetzt wo ich es gerade sehe, das heißt wir gehen hier auch wieder auf 7 Spuren, hätte ich hier auch gerne wieder einen Kreisverkehr, der in eine Richtung geht. Wir fahren heute links rum. Ich weiß nicht, warum das Spiel immer so rumfahren will. Ist das dumm? Eigentlich schon. Obwohl... So, jetzt fahren wir so rum. Und dann können die hier abfahren, weiterfahren und gucken, wie sie es haben wollen. Und wir können natürlich jetzt auch sagen, ich mach da noch ein Ding hin. Oh, ich bin sofort wieder, ich muss mal eben an die Tür. So, und weiter geht's. Also ich glaube, das Gebäude hier macht keinen Sinn. So. Wir können hier trotzdem natürlich was rumsetzen. Wir können auch sogar sagen, hier, wir wollen hier an dem Ding auch ein, zwei Wolkenkratzer haben. Vielleicht geht das ja sogar. Auch wenn er sagt, das ist komplett ungeeignet für Bürogebäude offensichtlich. Na gut. Was hatten wir jetzt hier? Wir hatten das Rathaus. Das kann da ja auch ruhig wieder stehen. So. Die Grundschule am Stau. Ich habe keine Ahnung, wie viel das geholfen hat. Vielleicht ist es ja kein Stau mehr. Eine Feuerwehr am Stau. Ach ja, stimmt, es ist ja die FFF-Feuerwehr. Ich erinnere mich. Oh, die haben ja gar keinen Schutz hier.
Die Polizeiwache am Stau, die muss da auf jeden Fall wieder hin. Das Sozialamt. Ja. Wollt euch mal über das Sozialamt da, wer kennt das nicht? Direkt an der Autobahnauffahrt und ein kleiner Spielplatz. Ja, warum das hier? Wo war der denn? Ich sag mal, der war hier. Ja, der war nicht da, weil da ist ein Parkhaus. So, dann war der kleine Spielplatz. Da. Ja, die Gebäude müssen sich jetzt gleich einmal neu bauen. Den habe ich die Existenz geraubt. Das tut mir auch wirklich sehr leid. Eigentlich nicht im geringsten, aber ich muss es ja zumindest so aussehen lassen, als würde es mir leid tun. Hör mal auf. So. Die werden da auch leider nicht mehr hinziehen können, nehme ich an, weil wir... Das geht. Oh, das geht auch. So. Haben wir hier halt eine kleine Kurve, aber gut, macht ja nichts. Also ich wurde jetzt dieses Gebäude abgerissen, aber wir haben eine super schnieke Brücke, die einmal uns hier über die Stadt führt. Und die haben keine Straße mehr. Echt, wolltet ihr da wirklich eine Straße haben? Na gut, dann solltet ihr da eine Straße bekommen. Das muss ja nichts Atemberaubendes sein. Da reicht ja eigentlich eine kleine Straße, eine kleine zwei. Ach komm, wir machen hier so eine kleine drei. Asymmetrische, so eine dreispurige. Können wir hier sogar auf die Brücke drauf fahren? Nein, theoretisch könnten wir das. Ich weiß nicht, wie ratsam das ist. Versuchen kann man es. So, die ganzen Gebäude, die jetzt natürlich verlassen sind, die müssen einmal El Veco. Da muss man einmal schauen, wie die jetzt gleich neu bauen. Was ist das? Achso, ja, okay, erstmal einfach. Das kann auch weg. So, jetzt würde ich sagen, hauen wir einfach mal auf wieder starten und gucken einmal, was genau das jetzt gebracht hat. Wir machen das pausierte einmal weg, hoffen, dass da auch gleich neu gebaut wird. Ich bin gespannt, was da für Wolkenkratzer kommen. Der Stau ist jetzt nur, weil die gerade wieder alle sich auf die Straße quälen. Da bin ich gespannt, wie dieser Kreisverkehr angenommen wird. Zum Beispiel, bleibt doch nicht stehen, wenn ihr weiterfahrt. Macht gar keinen Sinn, außer ihr habt eine Ampel. Ihr habt eine Ampel. Ich denke, das hört auf, sobald die rum sind, eventuell. Diese Straße hier macht es schlimmer. Die eigentlich, ja, gucken wir mal. Ja, dann haben wir doch eigentlich eine ganz schicke Abfahrt gemacht, eine neue. So schlimm finde ich sie jetzt gar nicht aus. Vor allem kann man von dem Kreisverkehr später auch noch darüber ziehen. Wir haben eine, ich nenne es mal, wunderschöne Brücke gemacht. Also wirklich eine wunderschöne Brücke. Und unser Kreisverkehr hat es geschafft, im Stau zu stehen. Bei 30 Grad stehen unsere, wie nennt man die Einwohner denn hier? Bei Sims waren es ja die Sims, wie nennt man sie hier? Die City Skyliner stehen im Stau. City Skyliner, was weiß ich. Die beschweren sich alle über zu hohe Mieten, die da hinten auch müssen sie jetzt erstmal durch. Auf jeden Fall noch eine Frage, da können wir ja eine Nachfrage, da können wir mal kurz nachgehen nach dicht besiedeltem Wohngebiet. Das können wir ja ruhig hier hin machen. Das sollte sogar schon reichen, dass die Nachfrage wieder nahezu komplett weg ist. Dann können wir ja auch noch sagen, aber nicht ganz so groß, dass wir hier auch noch ein bisschen Gewerbe hin tun.
Es sieht eigentlich, ja, doch, doch, habe ich noch ein bisschen Nachfrage vom Gewerbe, dass ich hier noch sagen kann, ich will hier noch eins hin haben. Ja, das hier bringt natürlich nichts. Aber das hier. Also diese Straße sieht auf jeden Fall besser aus. Den Stau, also das Stauproblem hat es nicht gelöst. Nicht im geringsten. Also was wir machen könnten wäre, obwohl das macht auch keinen Sinn, die im Kreis fahren lassen und noch eine Unterführung. Ich denke, das sind die Ampeln gerade in Schuld. Ah. Und das wird jetzt natürlich dadurch dann auch immer schlimmer und schlimmer. Was wäre, ja, jetzt wieder theoretisch. Es ist ja wirklich alles rumprobieren. Wenn ich sage, ihr dürft auch noch hier abbiegen. Hilft euch das? Wollt ihr vielleicht dahin? Nö. Hätte ja klappen können, dass überhaupt einer dahin will, aber die wollen da alle nicht hin. Das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe ja noch eine zusätzliche Ampel gemacht. Ja, also die rote Welle ist vorprogrammiert, wenn man da durchfahren möchte. Aber gut, dann ist das halt so. Aber unsere Wolkenkratzer kommen. Hier will ja gar keiner hin. Also hier hat keiner das Verlangen hinzufahren. Die wollen alle durchfahren oder hier. Dann da abzubiegen. Das heißt, ich werde denen diese Straße einfach mal wieder wegnehmen. Jetzt haben die auch noch einen Unfall gebaut. Leute, ich hab doch schon Stau. Gut. Aber jetzt haben wir die Straße auch. Die Straße ist vernünftig. Die Straßen sind soweit alle so, wie ich sie haben möchte. Die gleich nicht genügend Kunden. Mangel an Unterhaltung. Viel Lärm. Mangel an Unterhaltung? Was bist denn du für ein Gebäude, dass du Mangel an Unterhaltung hast? Ja, euch will ich doch eh gar nicht mehr haben. Ach, das ist das Gebäude, was schon seit... Ja, okay, ihr dürft bleiben. Und du? Hm? Dich will ich aber tatsächlich nicht mehr haben. Hey, bau mal nicht neu. Du hast Bauverbot. Du darfst sowas dahin bauen. Viel Spaß. Aber jetzt haben wir doch eine ganz gute Grundlage für eine U-Bahn. Die Frage ist natürlich, wo mache ich die U-Bahn, das U-Bahn-Depot hin? Ja, also, aber da bin ich eigentlich fast dafür, das am Frachthafen zu machen. Ja, und dann auch später hier kann man dann auch Züge dahin fahren lassen und vielleicht sogar die Züge. Vielleicht kann man hier sogar eine Art Hauptbahnhof machen. Das Lager von dem Ding ist auch fast voll, also müssen wir auch bald Züge bauen. Aber jetzt hätte ich dann erstmal ganz, ganz gerne eine U-Bahn. So, was brauche ich hier? Das ist das U-Bahn-Depot. Ein Depot mit Lagerhäusern und Anlagen für die Abwicklung und Wartung von U-Bahnen kann mit zusätzlichen Gleisen und einer Wartungshalle aufgewertet werden. Wenn ich jetzt sage, das soll hier hin... Ach, die Straße ist hier überall so krumm und schief, dass das nicht vernünftig geht. Moment mal. Hier geht von zwei Spuren auch... Warte mal, dann mache ich das einfach durch. Dass wir hier sagen, wir wollen hier auch vierspurig... Dass wir hier sagen, weil hier später viel Verkehr ist, wir wollen hier achtspurig werden. Zack. Zack. Und die dann gleich mit. Weil ich davon ausgehe, dass hier später ja auch viele Güter und so weiter abgeholt werden müssen. Heißt aber auch im Endeffekt, ich will hier auch später noch eine Autobahn hinhaben, die hier an der Seite entlang geht und dann mich direkt in das Gebiet reinbringt. So, jetzt das U-Bahn El Depot. Hör doch auf, so schief zu sein. Sagte er zu der Straße, die er selbst schief gebaut hat.
aber ich mag mir gar nicht die Schuld daran geben. So, jetzt aber U-Bahn-Depot. Darf ich das mal? Was kostet das eigentlich? 48.000 im Monat. 474. Das ist ja ein richtiger Schnapper. Das können wir uns ja ohne Probleme leisten. Möglichst weg von da hinten, damit ich hier vielleicht einen Bahnhof hinmachen kann. Das war Käse, weil ich nicht vernünftig die Schienen daran anschließen können werde. Außer dieser Berg macht es tatsächlich möglich, dass ich einen Tunnel kriege. Das wäre natürlich Glück im Unglück. Doppelte Gleise. In den Untergrund. Es würde, glaube ich, tatsächlich gehen, ne? Aber ich muss halt oben anfangen. Und dann geht's nicht. Oder sind die unterirdisch? Nee, ne? Glaub nicht. Ne? Ich setze die nur kurz zum Test, weil ich wissen will, ob das funktioniert. Die ist nicht unterirdisch. Und abreißen kann ich hier die Schienen auch nicht. Okay. Dann muss ich das Ganze ein bisschen nach links versetzen, würde ich sagen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das sollte aber so schon reichen. Ich ziehe hier einfach das hügelige Gelände mit. Ja, nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das hier. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. You're back with Second Moon Radio, your second musical home from home. So settle back Tonight we are doing a musical tour of Italia, land of art and culture. Von hier können wir dann mit den U-Bahnen auch rumgehen. Es ist so einfach nur, die fahren hier dann rein, halten da, werden gewartet und dürfen wieder abzwischen. Richtig? Richtig. Das heißt, ich habe pro Dingen keine Gleisverbindung. Es braucht eine Gleisverbindung, damit sie diesen Ort erreichen können. Wahrscheinlich eine Linie. Und, jetzt ist die Frage, wo macht man seine U-Bahn-Linie? Da haben wir ja gesagt, wir wollen an die Ballungsgebiete. Da, wo viel Verkehr ist. Da, wo die Leute keinen Bock haben, großartig lang zu fahren. Vielleicht auch an den Parkhäusern. Also wir könnten hier sagen, wir machen hier eine U-Bahn-Haltestelle hin. Jetzt einfach machen das mal. Weil wir doch auch bestimmt quietscherot, ne? Jawohl. Eine unterirdische U-Bahn-Station. Wie funktioniert das? Ungültige Form überlappende Objekte. Kostet so eine Station 10.000 im Monat. Oberirdische U-Bahn-Station. U-Bahn unterirdischen Stationen zu besteigen und überirdisch zu verlassen. Wir können auch so. Oh Gott, nee. Ist denn das so groß? Sind die so groß, die U-Bahn-Stationen? U-Bahn in unterirdischen Stationen zu besteigen und zu verlassen, kann mit Stationsdienstleistungen aufgewertet werden. Ja, was nimmt man denn da jetzt? Das ist ja beides okay, ne? Die macht weniger Lärm. Na gut, dann nehmen wir die. Wenn ich jetzt Pesten hinbaue, wie kommen die dann da rein? Ach, da gehen die dann einfach runter. Ja, cool. Das heißt, rein theoretisch, jetzt nur mal, ne, um mich weiterhin zu ärgern, sollte man hier einen Zebrastreifen hinmachen. Ich kann den gar nicht gezielt dahin machen. Naja, okay. So, das wäre die erste U-Bahn-Haltestelle. So groß ist die ja zum Glück gar nicht. Wo wir dann sagen, zu dieser U-Bahn-Haltestelle fahren wir. Ich weiß nicht, ob das hier auch schon entlastet. Dann würde ich tatsächlich gucken, ob ich nicht hier irgendwo eine hinmachen kann.
reiße ich halt dann ein Gebäude ab, aber die würden hier rausgehen können. So. Ist die dann zugänglich? Passt das? Ja, doch. Lass mal auf die Bilanz. Ja, guck mal, die Bilanz passt. So, das heißt, ich hätte hier die zweite. Ja, die erste finde ich dann nachher schon wieder. Die zweite dann auch. Zack. So, da irgendwo. Jetzt hier. Dann würde ich vielleicht sogar hier hinfahren wollen. Und da ist ja sogar Platz. So. Ja, ja, U-Bahn-Linienwerkzeug, das machen wir dann gleich. Jetzt würde ich tatsächlich sagen, ich möchte auch in das Wohngebiet, also hier unten in das Gebiet. So. Nächster halt, ja, weiß ich auch noch nicht. Das hier ist ja alles Blödsinn. Will ich hier noch hin? Das ist jetzt die Frage mit dem Industriegebiet und der U-Bahn-Haltestelle. Ich würde sagen, ja. Möchte hier natürlich auch hin. Dann könnten wir die da wieder anschließen. Macht das Sinn? Also, wir gucken mal. Ich mache jetzt einfach mal kurz Gleise. Ja. Da muss ich die U-Bahn-Station natürlich auch wiederfinden. Da war eine. Da oben. Okay, da ist die erste. Wir wollen erstmal oberirdisch. Und dann reichen 10 Meter? Oder wollen wir sogar noch tiefer? Wollen wir sagen, wir gehen 20 Meter? Auf welcher Höhe sind denn die anderen Stationen? Die finde ich wieder. Ich finde die U-Bahn-Station. Ach, da ist die, genau. So, wir dürfen ja bestimmt Kurven machen, oder? So, haben wir quasi uns hier angeschlossen, sind jetzt an diese Station gegangen. Wir wollen jetzt von der Station zu der bin ich, glaube ich, als letztes. Ich würde jetzt tatsächlich hier hingehen, darum und da dran. 20 Meter scheint übrigens wichtig gewesen zu sein. 43 und 80, dann machen wir hier dann auch noch mal, damit das ungefähr 36. So, da hinten will ich hin. Da dran, ne? Jawohl, ja. So, von der verfeinern, also wir machen dann später sowieso noch mehr Linien. Das ist jetzt mal nur, um das Ganze ein bisschen kennenzulernen. Dahin. So, jetzt wollte ich dann da dran. Und dann da. Ich habe eh keine Ahnung, ob die überhaupt benutzt werden, ist da. 96. Warum hast du das nicht so gemacht? Vielleicht ist das ja gar nicht schlimm. Stört das eigentlich die Leute, wenn eine U-Bahn unter deren Haus herfährt? Fällt mir gerade mal so ein, oder haben die da kein Problem mit? Bin ich auch mal gespannt. Da ist das jetzt irgendwie einsturzgefährdet? Sagen wir, fragen wir mal so rum.
mein Freund. So, warte mal, wir wollen hier 180. Muss ich hier in den Übergrund gehen? Oh, wir können das auch alles mal gönnen. 124. Angeschlossen hier. Ach nee, also was anderes. Die haben einfach nur andere Sorgen. So, und hier würde ich dann. Also, will ich dann da ran? Warum meckert denke ich hier, dass da jetzt noch nichts? Achso, weil da bin ich dran. Hier wäre ich halt nicht dran, ne? So, ich muss vor allem hoch. Moment, das kriegen wir hin. So, und dann anschließen. Wundertollig. Keine Ahnung, inwiefern das Sinn macht. So. Jetzt können wir hier unser U-Bahn-Werkzeug nehmen und können sagen, wir fangen hier an, was halt blöd ist, ne? Und wir haben jetzt natürlich auch zwei Richtungen. Also warte mal, wir wollen. Wir kommen von. Ja. So, dann habe ich gesagt, wollen wir hier. Rechts, 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 wollen dann hier dran. Hat er das jetzt schon einmal? Hab schon. Sieht man nur ziemlich schlecht. So, fahren dann weiter, 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 wollen. Haben wir nicht von unten? War noch eigentlich. Warum fährt er da bei beiden von oben hin? Warum macht er das? Warum fährt er so doof? Hab ich, was habe ich falsch gemacht? Hier angefangen. Fahr hier rum, fahr hier rum, fahr hier rum. Ausstiegmöglichkeit, was weiß ich, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, halt hier an, bupp, raus. Na, bin hier. Fahr weiter. Fahr hier rum, fahr. Jetzt guck mal hier, jetzt kann ich hier einen Wegpunkt. Aber wieso kann ich jetzt hier Wegpunkte setzen? Mitten auf die Schiene. Warum ist das so? So, guck mal, weil ich da Mist gebaut habe. Die sind nicht aneinander angeschlossen. Upsi. Ja, aber da. Okay, warum bin ich jetzt mal? Es sieht aus, als wenn der da drüber liegen würde, ne? Das ist doch nicht schlimm, das ist doch eh keine Einbeschaltung. Ich kann doch auch einfach sagen, ich will von hier dran.
ist doch auch wieder. Hm? It is a miracle. Ich sehe auch leider nicht, wie tief der da unten ist, oder? So. Ah ja, jetzt hat's geklappt. So, das heißt, kann ich jetzt hier einfach weitermachen? Ah ne, das ist wieder weg. Na gut. Dann. Hier. Da. Da. Töff, töff. Wo will ich denn hin? Da komme ich jetzt an. Da. Dann machen wir eine ellenlange Fahrt anscheinend hierhin. So, da. Und dann abschließen. Route fertigstellen. So, jetzt brauche ich das Ganze noch einmal in die andere Richtung. Ja. Wir steigen hier ein, fahren dann durch das Depot, weil sie es können. Und wollen dann hier hin. Ja. Sie durch das Depot fahren ist vorübergehend. Wir machen da später noch ein Abstellgleis, eine Weiche. Ich weiß auch nicht, inwiefern die Umsteigemöglichkeiten brauchen. Aber das wäre jetzt schon mal die erste Linie. Bin ich mal gespannt, ob das genutzt wird oder ob das genauso wie alles andere. Das machen die schon, dass die da. Also ich werde ja wohl keinen U-Bahn-Stau verursachen. Wir haben 13 Angestellte, wir haben 8 von 10 U-Bahnen auf der Strecke. Und ja, wir bezahlen ganz schön viel davon im Monat. Und haben eine riesige Passagierkapazität. Da bin ich mal gespannt, wie die U-Bahn angenommen wird und ob sie angenommen wird und ob das Ganze überhaupt irgendwas bringt. Ich weiß ja nicht, inwiefern vielleicht man die äußeren Gebiete damit noch verbinden muss oder von wo die genau kommen. Wir werden es herausfinden, wir werden es sehen. In der nächsten Folge geht es weiter und dann schauen wir mal, was wir noch für Öffis machen. Vielleicht noch ein, zwei Taxistände. Da ist der erste eingestiegen. Premiere, der zahlt nichts, ist gratis. Also ein paar Taxistände, ein paar Buslinien. Vielleicht Buslinien nimmt auch wieder Kapazität auf der Straße weg. Schauen wir mal. Der Zug, ein Hauptbahnhof. An dem Güter, ne, also hier an dem Frachtdingenhafen. Und ja, dann gucken wir einfach mal. Also wir haben auf jeden Fall einiges vor. Wir schauen, was kommt. An dieser Stelle bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Würde mich zumindest sehr freuen. Macht's gut. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.